Hallihallo, ihr Lieben! So, herzlich willkommen jetzt mal hier bei mir in meinem kleinen Wohnzimmerbereich. Ich habe hier die Tage etwas umgeräumt noch. Und deswegen dachte ich auch, ich nehme heute einfach mal auf dem Sofa Platz, weil ich bin echt Knockout. Und nehme dieses Video jetzt einfach mal von hier auf. Heute, worum geht es mir heute mal? Ich hatte wieder so viele Themen. Aber welches nehme ich jetzt? Was haltet ihr eigentlich davon, dass es quasi Mietoma, Mietopa, Miettanten mittlerweile so gibt? Habt ihr davon schon mal was gehört? Oder kennt ihr das gar nicht? Ich finde das Konzept eigentlich ganz toll, weil es gibt genug Menschen, die eben keine Angehörigen beide haben, keine Familie selbst haben. Und somit ist das doch ganz gut. Also für die ältere Generation ist es nochmal etwas, um mehr aufzublühen, weil sie doch wieder eine Verantwortung haben. Hey, plötzlich gibt es da quasi Enkelkinder. Und warum sollte man nicht Familien auch auf die Art gründen? Warum muss es denn immer das eigene Blut sein? Muss es nicht, oder? Auch wenn es immer so schön heißt, Blut ist dicker als Wasser. Ja. Aber wer steht Tatsache wirklich im Endeffekt hinter dir? Wer ist für einen da? Wer ist für dich da, wenn du jemanden brauchst? Ist es deine Familie oder sind es deine besten Freunde? Wie oft kommt es vor, dass Tatsache eben die Freunde wichtiger geworden sind als die Ursprungsfamilie? Und genau daher finde ich eben diese Sache an sich gar nicht verkehrt. Wie gesagt, hier kommen Menschen zusammen, die sich einerseits nie kennenlernen würden. Gleichzeitig kriegen Kinder plötzlich eben Tanten oder Onkel oder Oma, Opa, die sie so vielleicht nicht hatten. Und die ältere Generation, wie gesagt, kriegt plötzlich nochmal Enkel, quasi Urenkel. Warum denn nicht? Es hat doch jeder was davon. Natürlich sollte man auch gucken, wen man sich da quasi herauspickt. Aber wenn alles passt, warum? Nein. Warum dann also nicht, oder? Was meint ihr dazu? Was denkt ihr darüber? Lasst es mich einfach mal wieder wissen. Habt ihr vielleicht selbst sogar die Erfahrung gemacht? Schreibt es einfach mal wieder drunter. In diesem Sinne, wir lesen, sehen und hören uns wieder. Macht's gut!